Potsdam boomt. Die Stadt hat sich herausgeputzt. Abseits der Innenstadt liegt der Olympiastützpunkt am ehemaligen Luftschiffhafen, dort wo einst Graf von Zeppelin verkehrte. Seit DDR-Zeiten werden hier Spitzensportler trainiert. Bis heute. Ein besonders hoffnungsvolles Talent ist die junge Triathletin Laura Lindemann. Morgens zum Training, gehe danach in die Schule, gehe dann wieder zum Training und gehe dann eigentlich nur noch essen, dann wieder schlafen, wieder zum Training, Schule, Training, Essen, Schlafen. Da gibt es auch Momente, wo man sich denkt, oh, heute nicht noch mal bis 20 Uhr in der Schwimmhalle rumhängen. Es gibt ja auf der Schule auch noch Schüler, die nicht mehr Sport machen und die sagen dann halt auch sowas zu einem, so, ja, wie wäre es dann noch mit Nachmittagstreffen und alles. Und dann muss man halt schon zu 90% sagen, nein, ich habe Training, es geht nicht. Aber durch die Erfolge bekommt man mehr Motivation, Hunger auf mehr Erfolg. Und auf jeden Fall ist Olympia ein Ziel für mich. Wenn ich jetzt an diesem Punkt aufhören würde, dann würde ich, also natürlich wäre es nicht umsonst, aber ich würde halt so es nicht zu Ende bringen können. Ich komme ursprünglich aus Berlin-Spandau und es war ein großer Schritt schon, hier nach Potsdam zu gehen. Es ist natürlich ganz anders hier, etwas kleiner, etwas familiärer so. Und meine Mama regt sich manchmal noch darüber auf, ja, hier im Osten sind die Straßen nicht ordentlich beschildert oder so eine Sachen, so ganz Kleinigkeiten, die mir jetzt nicht auffallen. Klar, ich habe nicht da gelebt in der Zeit, aber es war jetzt nicht schlimm, ins Internat zu gehen und Heimweh und so, damit hatte ich eher nicht zu kämpfen.